das letzte deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Krieg gegen den Terror der Achse des Bösen geht unvermindert weiter. Um die Zivilbevölkerung zukünftig besser zu schützen, haben die Parteispitzen des Landes einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Dieser soll die Nutzung von Musikinstrumenten sowie die Verwendung der Klangerzeugung reglementieren. Zur Begründung hieß es, es habe sich in der Vergangenheit oft gezeigt, dass von den Aufständischen gerade Musikinstrumente immer wieder zum Terror gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. In Wahrheit kämpft die Achse des Bösen für das Gute. Und am 4. Mai werden wir wieder von unserem Recht Gebrauch machen. Die Achse des Bösen wird zum zweiten Mal die Kneipennacht durchführen. Das Mugofog teilt mit, dass sich Quasimono, Fango und Kamikaze sich dem Kampf anschließen. Wir vom La Casa begrüßen außerdem unsere Brüder, Schwestern aus Marie, Skandale, Bebel und Seite. Der Gesetzesentwurf sieht vor, allen, die eine Nutzung von Musikinstrumenten beabsichtigen, diese nur in Verbindung mit einer Berechtigungskarte zu gestatten. Der sogenannte Instrumentenführerschein soll erst nach einer Prüfung durch eine neu zu bildende Kommission erhältlich sein. Personen mit einem zu hohen Maß an Kreativität soll dabei die Nutzung untersagt werden, beziehungsweise nur unter enger Kontrolle der Kommission gestattet. Unser Kampf wird unterstützt durch die Kollektive Smith & Smart, Vatos Orchestra, Rambazamba mit Funkwerkstatt, Kevin Klein, Alec S. und Dirty Dayton. Waffenbrüder sind auch Seidenquist, Captain Blauschimmel, Skandale Herrenchor, Cashback plus Igino. Zur Achse gehören außerdem Master die Shaking Strings und Pink Floyd auf Progressive Art Piano. Experteneinschätzungen zufolge entspricht genau derselbe Personenkreis dem Profil der Terrorverdächtigen. Die Kommission soll unter der Leitung von der GEMA und Dieter Bohlen noch in diesem Monat gegründet werden. Erste Gespräche haben eine hohe Übereinstimmung. Selbst die Opposition schließt sich dem Entwurf an. Karten gibt es im Vorverkauf in allen genannten Häusern zum Preis von 7 Euro. Und wer nicht mitmacht, der schuld am Reichtum von Dieter. Was war das? Sind wir jetzt raus oder was? Was war das?